Wir kriegen jetzt einen in die Klasse, der kommt eigentlich aus der Türkei. Der redet bestimmt voll so, Alter, ich ficke deine Mutter, du Hurensohn. Du kannst ihm doch nicht unterstellen, dass der so redet, nur weil er aus der Türkei kommt. Das ist derbe rassistisch. Hä? Wenn die im Fernsehen einen Nazi nachmachen, sechseln die auch immer. Ist das dann auch rassistisch? Herzlich willkommen zur Heute-Show Sachsen-Anhalt, kurz Heute-Show SA. Ja, es ist zumindest ziemlich pauschalisierend und abwertend, ja. Okay, pass auf. Ich mach das nicht mehr mit dem Türken, aber dafür machst du auf deinem Kanal was zum Thema Ossi-Bashing. Okay, Deal. Egal ob in der Politik oder im Kabarett, der Ossi, der Sachse, der Dresdner, das sind die letzten politisch korrekten Feindbilder. Das ist doch blem ist das! Das sind die, die sich immer so ein bisschen schwer tun mit Veränderungen, die es gern beschaulich haben und die leider auch oft immer ein bisschen schwer für den Begriff sind. Mit Demokratie haben sie eigentlich nicht so viel am Hut und Ausländer können sie sowieso nicht leiden. Denn wir wählen ja schon irgendwie komisch und dann die ganzen Leute bei Pegida, das ist voll peinlich. Also offensichtlich hat der Osten wirklich so ein Nazi-Problem. Bravo! Bravo! Der Chef der Grünen, Robert Habeck, meinte sogar, er müsse Thüringen jetzt die Demokratie bringen. Wir versuchen alles zu machen, damit Thüringen ein offenes, freies, liberales, demokratisches Land wird, ein ökologisches Land. Das war sicher ganz lieb gemeint, nur ist das ein bisschen spät. Denn die Ostdeutschen sind ja die einzigen Deutschen, die sich ihre Demokratie jemals selbst erkämpft haben. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht noch an diese schrecklichen Bilder. Über die friedliche Revolution sprechen wir gerne. Gerade zum Tag der Einheit immer wieder ein gern genommenes Thema. Ich bin nur dafür, dass wir den Fokus jetzt mal auf die Zeit nach dem Mauerfall richten. Denn meiner Meinung nach liegen dort viele Ursachen für das, was politisch gerade in den neuen Ländern so passiert. Für unsere erste Station müssen wir uns zeitlich gar nicht so weit vom Mauerfall wegbewegen. Reden wir mal über die Treuhandanstalt. Die wurde am 1. März 1990 gegründet, um die volkseigenen Betriebe der DDR in westliche Kapitalgesellschaften umzuwandeln. Die ostdeutschen Initiatoren des Konzepts hatten ursprünglich vorgehabt, den Bürgern der DDR Anteilsrechte an dieser Treuhandanstalt zu geben. Das wurde leider vom Westen abgebügelt. Stattdessen sollten alle Firmen, die halbwegs rentabel waren, privatisiert werden. 22.340 Geschäfte, Hotels und Gaststätten, mehrere Millionen Hektar Land und 4 Millionen Arbeitnehmer waren zum Schnäppchenpreis zu haben. Den Zuschlag hat meistens der bekommen, der zuerst da war. Aber auch gute persönliche Beziehungen zu den Treuhandmitarbeitern konnten Türen öffnen. Innerhalb von 2 Jahren war alles, was irgendwie zu Geld zu machen war, verkauft. Meistens an Westdeutsche. Die Zahl der Angestellten in diesen VEB, also in den volkseigenen Betrieben, sank in diesen 2 Jahren von über 4 Millionen auf 1,24 Millionen. Mehrere tausend Betriebe wurden dicht gemacht. Die Arbeitslosigkeit stieg auf 14,2%. Um aber zu verstehen, warum diese Entwicklung für die DDR-Bürger so dramatisch war, müssen wir uns auch mal die Struktur dieser volkseigenen Betriebe anschauen. Die waren nämlich keineswegs so wie heute einfach nur der Arbeitgeber der Menschen, sondern die haben sich von der Kinderbetreuung über das Freizeitangebot, über die betriebseigenen Wohnungen wirklich um alles im Leben der Menschen gekümmert. Was will ein kleines Ostmädel mehr? Ne? Und das ist noch nicht alles. Um wirklich das ganze Problem zu verstehen, müssen wir auch einen Blick in die Rechtsordnung der DDR werfen. Da steht nämlich drin, dass die Bürger ein Miteigentum an ihren Betrieben haben. Das heißt, jedem Arbeitnehmer gehört ein Teil des Betriebes. Und das ist auch der Grund, warum in der Theorie zumindest niemand Privatvermögen anhäufen oder irgendwelche Versicherungen abschließen musste. Diese Betriebe sind also ein ganz wichtiges Identifikationssymbol der Menschen gewesen. Ein wichtiger Teil ihres Lebens. Und die Treuhand war nur ein Grund für die zunehmende Wut auf den Westen. Ein anderer Grund war die Goldgräberstimmung. Die lockte ein ganzes Heer von Glücksrittern in den Osten. Die hofften, mit den unerfahrenen Ossis die schnelle Mark machen zu können. Leider oft mit Erfolg. Autos, Küchengeräte, Versicherungen, alles wurde zu vollkommen überteuerten Preisen angeboten und von den Bürgern der DDR mit Begeisterung gekauft. Es fehlten einfach noch die Erfahrungswerte, die Vergleichsmöglichkeiten in der freien Marktwirtschaft. Wer Glück hatte, bezahlte einfach bloß zu viel. Es gab aber auch Fälle, in denen Familien all ihre Ersparnisse abgeschwatzt worden sind, um sie dann in irgendwelche Anlageprodukte zu investieren, die gar nicht existiert haben. So ärgerlich das auch war, solche Haustürgeschäfte, das war was für kleine Fische. Das richtig große Geld haben dagegen Leute wie Michael Rottmann gemacht. Der kaufte 1991 über eine Briefkastenfirma den Betrieb Wärmeanlagenbau Berlin mit rund 1200 Beschäftigten.
entzog dem ein Betriebsvermögen von 150 Millionen Mark und setzte sich ab. Das ist zugegebenermaßen ein drastisches Beispiel. Ein Einzelfall war diese Art von Veruntreuung aber leider nicht. Und es braucht, glaube ich, nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass Skandale wie dieser das Vertrauen der Ostdeutschen in das neue System nicht gerade gefördert haben. Aber man hatte ja bis heute immerhin 30 Jahre Zeit, um dieses Vertrauen zurückzugewinnen. Leider hat man die nur teilweise genutzt. Noch immer sind die Lebensverhältnisse in Ost und West sehr unterschiedlich. Ein Arbeitnehmer in Vollzeit bekommt im Westen rund 640 Euro mehr als einer im Osten. Kein einziges der 30 DAX-Unternehmen hat seinen Sitz im Osten. Die Anzahl der ostdeutschen Vorstandsmitglieder ist verschwindend gering. Und es gibt keinen einzigen Rektor einer staatlichen Universität, der aus dem Osten kommt. Ostdeutsche haben offensichtlich nicht die gleichen Aufstiegschancen wie Westdeutsche. Noch nicht mal im Osten selbst. 77% aller Führungskräfte im Osten kommen aus dem Westen oder dem Ausland. Bei den Vorsitzenden Richtern der obersten ostdeutschen Gerichte sind es sogar 84%. Natürlich verstehe ich, dass man direkt nach der Wende die Eliten erstmal austauschen musste. Aber wie will man denn uns Ossis erzählen, dass man innerhalb von 30 Jahren keine einheimischen Führungskräfte gefunden hat? Westdeutscher Chef und keine Aufstiegschancen. Das sorgt leider dafür, dass sich viele Ostdeutsche zu Bürgern zweiter Klasse degradiert fühlen. Dazu kommt noch das Regionensterben in der ehemaligen Zone. Es gibt ganze Landstriche, die sich von den Werksschließungen nie erholt haben. Und die Leute haben das hingenommen, weil man ihnen gesagt hat, dass kein Geld da ist. Als dann aus ihrer Sicht aber auf einmal Geld für die Flüchtlinge da war, da haben sie sich von der Politik ganz einfach betrogen gefühlt. Auch deswegen hat sich hier über die Jahre viel Wut angesammelt, die sich eben auch mal in der Protestwahl äußern kann. Und ich glaube, dass der Großteil der AfD-Wähler die Partei nicht aus Überzeugung gewählt hat, sondern aus Protest. Je schneller endlich wirklich zusammenwächst, was zusammengehört, umso besser für uns alle. Besser für euch wäre es auf jeden Fall, meinen Kanal zu abonnieren, denn dann seht ihr auch in Zukunft kontroverse Videos von mir, wie zum Beispiel das zur Drogenlegalisierung. Wenn ihr noch weiter in die Geschichte der Ostdeutschen eintauchen wollt, dann empfehle ich euch dieses Video von Mr. Wissen to go zum Kalten Krieg. Viel Spaß dabei, ich sag erstmal Tschüss und bis nächste Woche.